Ja. Über mich. Geboren am 31.03.1982 in Düsseldorf. Staatsbürgerschaft Serbin. Sternzeichen Widder. Liebe, zurzeit nicht verliebt. Lieblingsfach, ich habe keins. Hobbys, also Ballett und ich arbeite als Fotomodell. Ich gehe ins Kino, also gerne. Also ich fahre Rollschuh, ich höre Musik von Madonna. Schwimme und ich lerne Englisch. Also, ich will später Verteidigerin werden von Beruf. Mein Lieblingsgericht ist Spaghetti mit Champignonsauce. Überhaupt mag ich also vieles mit Champignons, also ganz viel. Und als Nachspeise halt Wackelpudding. Und was ich mag, also ich mag Katzen, also natürliche Menschen, also gute Menschen, Pflanzen, die ganze Natur, Spontanität, Madonna-Musik, Klatschzeitungen, zum Beispiel Bravo oder so. Und was ich nicht mag, ja, das ist Angeberei und Technomusik und verplante Menschen und selbstsichere Menschen. Ich bin ein Computer. Stellt euch vor, einmal bin ich aufgewacht. Da fühlte ich mich schwer. Bin aus dem Bett herausgekrabbelt und wollte mich in den Spiegel sehen. Oh Schreck, da sah ich nicht mich, sondern einen riesen Computer. Ich tastete meinen Körper ab. Doch es ließ sich nicht leugnen. Ich war ein Computer. Hast du dein Butterbrot schon? Rief meine Mutter. Ja, ich kann das ABC schon. Laura, macht doch keinen Quatsch. Da lief ich lieber schnell aus der Tür und zur Schule. Alle Kinder rannten hinter mir her und fassten mich an. Toll war es in der Stunde. Alle Aufgaben konnte ich sofort lösen. Nur mich erkannte niemand. Da war ich traurig und wünschte mir, wieder Laura zu sein. Was ich für ein Verhältnis zu meiner Mutter habe, ja, eigentlich ganz gut, weil ich kann eigentlich über alles mit ihr reden. Zwar streiten wir uns halt über so manche Sachen, aber ich meine, trotzdem finde ich das Verhältnis ganz okay. Laura, spoko den.
1989 Düsseldorf. Die Familie Kanter, das heißt mit Herrn Lukovic, befindet sich im Haus der Nichte von Frau Kanter. Keine Wohnung, keine Arbeit. Einfach ganz haben die vier Personen. Außer die Nichte, den Bruder und einen Bekannten von Rebecca. Das ist der Name von Frau Kanter. Gordana, so hieß die Nichte. Herr Lukovic hieß Luki. Die Tochter hieß Laura und der Sohn hieß Sascha. In einer kühlen Nacht des Winters sah Luki aus dem Fenster. Schon wieder ein Tag vorbei und wir haben keine Wohnung für uns gefunden. Wir dachten alle über seine Worte nach. Ich fragte, ob sie Lust hätten, Karten zu spielen. Sie sagten ja. Wir spielten Karten, bis es Zeit zum Schlafen war. Dana steckte uns ins Bett. Wir schliefen bald ein, denn es war ein anstrengender Tag. Nas sind dvije dvojke, ja sam mislila to su dvojke. To su... Laura igra i moja. Da! Boga. Krasta! 2, 4, 6, okej. Also in dieser kleinen Wohnung, die ist ja ziemlich klein und überhaupt das ganze Haus. Also ich fände es ja ganz okay, wenn wir in einem normalen Haus, aber das ist irgendwie total alt und schmutzig überall. Man kann das überhaupt nicht mehr sauber machen, die ganze Wohnung, weil die ist überall jetzt so dermaßen verschmutzt und verdreckt und überhaupt irgendwie. Also von draußen, naja. Aber von den Leuten bin ich da drin auch nicht richtig zufrieden. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich am wichtigsten finde, weil fast keiner versteht sich in diesem Haus. Manche Leute schon, aber. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, klingelte das Telefon. Gordana ging dran. Sie schrie auf und freute sich. Wir sprangen aus dem Bett. Wir waren sehr gespannt. Endlich hatte sie aufgehört zu reden. Ich und mein Bruder standen vor ihr mit offenem Mund und starrten sie an. Sie sagte, eine Wohnung, ihr habt eine Wohnung. Wir freuten uns sehr, wir sprangen auf und runter, alle drei. Dann gingen wir zum Haus. Von außen sah es nicht gerade gut aus und von innen erst recht nicht. Aber Rebecca und Luki sagten, sie würden es schon in Ordnung bringen. Es erschien mir unmöglich, das zu glauben. Nämlich die Wände waren mit rosa Farbe beschmiert, die aber schon zerkrümelt auf dem Boden lag. Überall war es feucht und die Luft war auch nicht gerade frisch. Vom Badezimmer will ich euch erst recht nicht erzählen. Was ich vom Verhältnis zu meinem Bruder habe, ja. Das ist also grundsätzlich sehr schlecht. Also das wird auch nie besser. Also wir streiten uns immer, wenn wir uns sehen, dann streiten wir uns eigentlich fast. Also da gibt es eigentlich überhaupt kein richtiges Verhältnis zueinander. Das Verhältnis zu meinem Vater ist wieder ein Verhältnis. Also, naja, wir sehen uns zwar nur jeden Monat, aber ja, es ist halt noch kein richtiges Verhältnis halt aufgebaut. Das ist halt nur noch so begrenztes Verhältnis, weil wir sehen uns ja nur, dann gehen wir meistens so ins Kino und er kauft halt so Sachen oder so, aber ein richtiges, ja, das ist mehr. Ja, tja. Von unten das Fahrrad und dich dann auf dein Gesicht, dann sagst du Puh, okay? Ich mach dir ein Zeichen, wenn du Puh sagst. Also. Puh! Ja, also die ist eigentlich genauso. Also die ist genauso wie ich. Wir haben beide eine eigene Meinung. Und wir lassen halt die eigene Meinung, also wenn wir fest davon überzeugt sind, dann geben wir halt nicht so leicht nach. Nur wenn irgendeiner sagt, jetzt lasst es doch mal oder macht das doch nicht. Oder ich will das jetzt nicht haben, dann wollen wir natürlich auch einen Grund haben. Ja, mit den anderen, die sind ja meistens so langweilig und die lassen sich auch beeinflussen von dem. Wenn ich mit der Eva zusammen bin, dann ist es irgendwie, ach, das will ich nicht und komm, wir gehen lieber dahin und dann können wir uns halt irgendwie einig werden. Und da ist halt auch eine gewisse Gleichheit zwischen uns. Also.
Ja, der passt mir, aber der passt zu keinem. Zu längeren. Nee, die längeren sind meistens teurer, weil es ist mehr Silber, ne? Der passt zu keinem von dem, die ich anhab. Der also außer der? Nee, finde ich auch nicht so schön für dich. Der ist ja, so weil wuchtig. Der so klobig. Ja. So klobig, ne? Ich würde hier mal gucken, hier neben. Da einen oder da einen, weil dann passt das zusammen. Stimmt. Ja, und die mit den Frauen? Da passt mir einer von den Frauen. Ja, der sah auch gut aus mit den Frauen. Ja, aber wohin sollte ich den tun? Wenn ich den... Der ist aber zu groß, den verliest du wieder. Ich fand den immer noch Also schöner. Der war am besten bei dir. Vielleicht findest du hier einen und ich finde keinen. Dann bin ich aber... Dann findest du beim nächsten Mal einen. Traurig. Und es ja, kommt, ja, immer, es kommt bald Weihnachten, dann wünsch dir welche zu Weihnachten. Ach, wir haben so viel zu Weihnachten gewünscht. Ja? Und ich weiß auch schon, was ich von meiner Oma kriege. Von meiner anderen Oma weiß ich auch schon, was ich kriege. Und von meiner Mama weiß ich auch schon, was ich kriege. Und was kriegst du? Ich weiß von allem, was ich kriege, Geld. Also, aber nicht Geld. Also von aber wenn man alles weiß, ist auch nicht so schön. Ne? Doch, weil mir gefällt ja nicht mehr so viel, zum Beispiel, was sie mir schenken. Ich sag ja, extra, dass ich Geld will, weil ich mir nämlich einen CD-Player kaufen will. Also ja, von meiner Oma kriege ich ein Dieselhemd. Kennst du diese? Von meiner Mama kriege ich so ein Diesel-Jeans-Hemd und von meiner anderen Oma kriege ich eine gefütterte Diesel. Nein, eine gefütterte Jeans-Weste. Schlaf doch heute nochmal ausnahmsweise bei mir. Deine Mutter wird es bestimmt auch erlauben. Du hast doch schon so lange nicht mehr bei mir geschlafen. Und wir können heute mal auch was ganz Besonderes spielen, aber das bleibt eine Überraschung. Und wir können uns Pfannkuchen backen. Mit ihrem Bruder, das ist so, dass manchmal, wenn der zum Beispiel da hat die Vorliebe immer zu hauen, dafür ist das schon bekannt, ne? Dann habe ich den mal zurückgehauen und dann sagte, ja, du kannst ja auch mal nachgeben, du musst ja nicht direkt zurückhauen. Dann sage ich, ja, du hast ihn ja auch immer zurück. Dann sagt, ja, das ist ja auch mein Bruder. Und okay, dann merke ich mir das total. Und dann, wenn es darum geht, auf den Spielplatz zu gehen, später das Fahrrad zu tragen. Und dann sagte ich, ich nehme den Max, du kannst das Fahrrad von dem schieben. Dann sage ich, nö, wieso denn, ist doch dein Bruder, was habe ich denn mit dem zu tun? Hallo. Hallo, ihr seid angemeldet. Hallo. Wir haben ja gesagt, ich habe die Sachen verkauft. Gehen wir nach hinten. Kommt ihr mit? Wie der Entschluss dazu gekommen ist, dass ich nicht mehr mit den Barbie-Puppen spiele. Ja, also ich fand das irgendwie langweilig. Ich konnte halt immer vor den Barbie-Puppen stehen und halt, ich wollte mal zwar vielleicht spielen oder so, aber dann ist mir halt nichts eingefallen. Ich konnte halt einfach nicht. Dann habe ich halt eine Zeit da gesessen, habe nichts angerührt und dann bin ich wieder aufgestanden, weil mir ist nichts eingefallen. Das fand ich so langweilig. Ihr müsst mir so erklären, was. So, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt. Ich bin jetzt bei 140 Mark. Eine Vitrine, sieben. Schrank, 5. Kutsche, 20. Ein Pferd, 10. Couch, 8. Das waren aber zwei Pferde. Ja, das ist bei der Kutsche dabei, das eine. Das eine habe ich extra. Mhm. Und die Kutsche, 20. Also dem Bus und mit dem Pferd, auch die Kutsche, 20, Das ist also nicht okay, finde ich. Und das Pferd. Guck mal, das ist meine. Naja, das geht noch. Nee, mehr bezahle ich auch nicht für das Pferd. Ja. Ja, nee. Ich muss ja überlegen, was ich dran schreiben kann, wenn ich es verkaufe. Das. Ja, ich lasse es erstmal liegen. Ihr könnt es. Okay. Euch ja noch mal angucken. Aber für den Bus, weil der hat eigentlich 100 Mark gekostet, finde ich meine. Ja, aber ich kann keine 100 Mark dran schreiben. Nee, ja, 100 Mark nicht. Aber ihr kriegt nur die Hälfte von dem, was ich hinterher dran schreibe. So ungefähr rechne ich. Gut, ihr könnt ja noch mal gucken. Kutsche 20. Kutsche und ein Pferd 20. Das will ich aber nicht. Ja, eben. Das würde ich auch sagen, weil das finde ich total. Okay. Und den Bus 30. Würde ich 35 oder 40, weil guck doch mal, wie der aussieht.
stimmt, dass die Spiegel brechen, ob der Spiegel vorne ist, ganz diese Durchsicht. Und bei der, und beim Auto ist hinten eine Wand ganz glatt. Das 30 ist okay. Sonst kauft es nachher nicht. Ich finde, die sollte aber die Kutsche nicht. Noch mal. Die Kutsche nicht, das will ich nicht. Die ist fast ganz neu. Und also mit 16 will ich mit der Eva zusammenziehen. In eine Wohnung. Weil irgendwann wird man ja schon ausziehen. Und dann finde ich das auch gut, wenn man dann hat schon mit 16, da kann man doch vielleicht schon mit auf seinen eigenen Beinen stehen. Also da könnte man sich ja vielleicht bemühen, weil immer so zu Hause zu bleiben und immer nur also für die Schule, in die Schule zu gehen und dann immer halt überhaupt keine Verpflichtung zu haben, weil dann geht man einfach raus und dann haut man einfach ab. Aber wenn man dann auch mit seiner Freundin da ist, dann teilt man sich so irgendwie diese Arbeit ein und dann ist also dann geht man halt schon früher aus der Wohnung. Und irgendwie finde ich das besser, als immer nur zu Hause zu sein. Also, was findest du an mir gut oder schlecht? Gut finde ich an dir, dass du manchmal total lustig sein kannst, nett. Und doof finde ich, wenn du total sauer bist und dann schreist du und sagst du so doofe Bemerkungen. Das finde ich doof. Schlecht. Was denkst du, wie wirst du aussehen, wenn du erwachsen bist? Klein, ein bisschen dicke Oberschenkel. Hellbraune Haare, lange. Ja, und ich glaube, im Gesicht verändert sich überhaupt nichts mehr. Also, vielleicht ein bisschen mehr Pickel. Wieso willst du später keine Kinder haben? Also, ich kann dazu keine direkte Antwort sagen, nur weil ich dir jetzt ein paar Mal fest gesagt habe, dass ich keine Kinder will. Ich meine, das kann sich auch noch ändern. Findest du es okay, dass du so oft auf den Max aufpassen musst? Nein. Wieso? Weil der mich total nervt. Und außerdem, die könnten sich auch mal mehr drum kümmern, um ihn. Wieso willst du nicht heiraten? Hey, weil ich nicht so eine Enttäuschung will wie meine Mutter. Was würdest du machen, wenn ich sagen würde, eine aus meiner Klasse ist jetzt meine beste Freundin? Du hast mir die Frage gestohlen. Hab ich nicht. Du hast sie mir gestohlen. Und dann würde ich erst mal ganz traurig sein, aber dann... Ja, ich würde in meiner Klasse mal nachgucken. Gibst du mir mal Shampoo, wenn du es noch nicht brauchst? Jetzt? Ja. Aber nicht zu viel. Ja. Hier. Dankeschön. Tja, hoffentlich reicht es noch, aber ich glaube schon bei mir reicht es ja manchmal. Hier, hallo. Nimm doch mal das. Boah, ist da viel Dreck. Boah, das hätte ich aber nicht gedacht. Bei mir ist gar nicht mal so viel Dreck, obwohl meine Haare fertig sind. Ach, hey. Vorsicht, Laura, vielleicht wird bei dir jetzt wieder kälter, weil ich mein dann habe. Jetzt bring nicht mal meine Haare aus. Boah, da kommt der noch richtig. Gesicht total. Oh. Sonst kann so doof sein. Was für eine Freundschaft bedeutet. Ja, wenn einer halt richtig für einen da ist. Also. Wenn er dann auch was gönnt, zum Beispiel. Ja, eben. Der eine, der wünscht sich sowas richtig, so ganz doll. Und irgend sowas, was er ganz gut findet. Und der andere, der findet es eigentlich auch ganz gut, aber der wünscht sich das halt nicht so doll. Und dann kriegt der andere, der es nicht so gut findet, kriegt das halt zu Weihnachten. Und wenn der andere halt sein Freund ist, dann gönnt er dem das auch bestimmt. Was würdest du sagen, wenn ich kommen würde und dich ansprechen würde und sagen, jetzt ist Kascha meine beste Freundin, nicht mehr du? Ja, ich würde sagen... Ja, wenn sie dir besser als Freundin gefällt, auf jeden Fall werde ich dann nicht mehr auf dich warten. Was?
Karten? Ja, dann würde ich nicht mehr deine beste Freundin sein. Also, weil sie da doch nicht gefällt. Warum schreist du fast immer gleich los, wenn wir streiten? Ja, weil meistens machst du es auch und dann werde ich immer so wütend, weil immer sagst du, du sollst nicht so schreien, obwohl du selber schreist und deswegen schreie ich umgekehrt. Das stimmt nicht. Oh nein, du bist mal wieder die Brave. Echt ziemlich blöd. Auf was kann man richtig stolz sein? Was meinst du? Wie, auf was kann man richtig stolz sein? Ja, meinetwegen auf eine Jeans, auf deine Mutter oder so. Was kann man richtig stolz sein? Was kann man richtig stolz sein? Auf seinen Charakter. Findest du es kein bisschen traurig, wenn wir uns kaum mehr sehen? Jedenfalls zeigst oder sagst du es mir nie? Wenn wir uns überhaupt nicht mehr sehen, schon, aber manchmal, dann will ich mich auch einfach nicht mit dir verabreden. Bist du mit deinen Haaren, Gesicht und so weiter zufrieden? Oder möchtest du lieber anders aussehen? Meine Nase könnte ein bisschen anders werden. Die gefällt mir nicht so richtig, aber sonst bin ich ganz zufrieden. Schummelst du gerne bei Spielen oder bist du immer ehrlich? Ich bin fast nie ehrlich. Also wenn ich schummeln kann, dann schummel ich. Beograd ist Beograd, das heißt eigentlich wirklich weiße Stadt. Weiß von wegen weiß, ganz schwarz, schmutzig alles. Ob man in Belgrad besser lebt als in Düsseldorf? Ich finde schon, weil da kennt sich fast jeder. Jeder macht was für den einen. Zum Beispiel mal passt einer auf das Kind auf von dem anderen. Die sind halt alle so richtig befreundet halt miteinander und die spielen halt mal nachmittags Schach oder Karten oder so zusammen und die gehen halt raus. Ja, dann ist natürlich auch zu den Kindern, da verstehen die sich auch besser und überhaupt. Also die Kinder da, die finde ich also meistens nicht so eingebildet sind schon die ganzen Jungs, sind da. Wir halten sich natürlich für die Stärksten, aber sonst, also ich finde die Situation da ganz okay. Traurig ist grau. Traurigkeit riecht wie Faules. Traurigkeit schmeckt wie dicke Brühe. Traurigkeit hört sich an wie Hundegejaule. Traurigkeit kann sein wie Eislaufen am Freitag. Selbstsicheren Menschen mag, ja. Ja, weil die meistens halt denken, ach, es ist doch ganz selbstverständlich, dass zum Beispiel, dass mich der und der mag oder dass ich das und das krieg und so. Ich bin doch sowieso immer die Beste oder der Beste und das gefällt mir halt nicht. Das ist meistens so, dass man halt, das ist halt so. Also, so viel ich diese selbstsicheren Menschen kenne. Würdest du dich als selbstsicher bezeichnen? Also doch manchmal. Ich gehe nicht gerne in die Schule. Ja, ich find's halt nicht, dass es langweilig ist. Da muss man ja auch was tun, aber eben das ist es ja. Weil, also ich würde gern zu Hause bleiben und dann später aufstehen. Also um 7 Uhr aufstehen und dann in die Schule gehen, wenn es noch so morgens ist und
Und das gefällt mir halt alles nicht. Den ganzen Vormittag da bleiben, dann noch Hausaufgaben für zu Hause aufkriegen. Ich meine, wieso denn? Nur was da zu lernen und so. Ich ziehe halt mit der Eva zusammen und also die Hälfte von der Wohnung bezahlt meine Mutter und die Hälfte ihre Mutter. Und dann, also für sonst, für so Kram halt, für, vielleicht so für Essen oder so, also wir werden auf jeden Fall Nebenjobs haben. Also so vielleicht mal bei irgendjemandem babysitten oder so in einer Bar, also einen Kaffee oder so. Ja, mit 16, da gibt es ja ganz schön viel, also was man so machen kann. Und später, dann werde ich wahrscheinlich vielleicht das Studium, wenn ich das schaffe, machen. Ja, und dann, ja, irgendwann. Ich habe vor, jetzt Verteidigerin zu werden. Das kann sich natürlich alles ändern. Ich weiß also nicht, was ich später werden will, aber dann, also, dann werde ich wahrscheinlich erstmal irgendwie das arbeiten. Und, also, ob ich mal heiraten werde, das weiß ich nicht, aber vielleicht heirate ich mal und kriege dann vielleicht ein Kind oder so, aber das glaube ich eigentlich nicht, dass ich heiraten werde. Man kann ja auch einfach so zusammen sein. Also man braucht sich doch nicht so fest zu binden. Ich meine, das ist doch besser, wenn man einfach sagen kann, ja, wenn man sich halt irgendwie liebt oder so, dann bleibt man ja auch so zusammen. Lenny ist was, ey. Also manchmal bin ich ja ziemlich unzufrieden, aber also direkt jetzt kann ich das nicht sagen. Das kommt halt manchmal irgendwie, bin ich halt unzufrieden mit, überhaupt mit dem, mit dem ganzen Leben bin ich manchmal ganz unzufrieden, weil das irgendwie alles so blöd erscheint, aber irgendwie, also ich weiß es nicht. Wenn das in den Momenten, wenn das so ist, tust du etwas, um es zu verändern? Versuchst du es zu verändern? In dem Moment noch so ist, ob ich es zu verändern versuche, ja, also wenn ich unzufrieden bin, dann will ich natürlich, also ich will dann natürlich nicht unzufrieden sein. Ja klar will ich dann versuchen halt zufrieden zu werden irgendwie, aber wenn ich nicht schaffe, dann werde ich also mit der Situation dann oder mit halt mit überhaupt, muss man sich natürlich auch darüber klar werden. Zum Beispiel über die Wohnung, da war ich auch ganz unzufrieden. Aber jetzt, ich meine, man kann es natürlich auch nicht ändern. Ich will nicht die ganze Zeit unzufrieden bleiben. Also jetzt habe ich das auch irgendwie, habe ich mich schon daran gewöhnt halt. Und dadurch bin ich auch nicht mehr unzufrieden. Das ist mir, jetzt würde ich zwar gerne andere haben, aber